Willkommen zum 11. Extremwetterkongress in der Session Klimawandel und internationale Sicherheit. Klimawandel und humanitäre Krisen, Ursache und Auswirkungen, das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Wer darüber zu berichten weiß, ist Albrecht Böhme. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind auf dem Extremwetterkongress. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Ja, ich kenne das Maritim Museum. Es ist eine... Da kann man den ganzen Tag verbringen, auch wenn man Landratte ist, weil man hier einiges lernt. Und heute mal hier für den Extremwetterkongress unter dem Dachboden zu sein, ist mir auch eine Freude. Klimawandel und Sicherheitspolitik. Der Schwerpunkt müsste und könnte logischerweise sein, das, was uns aus dem Ausland so droht, aber auch im Inland, in Deutschland, haben wir ja Themen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Ich will jetzt ausdrücklich nicht diskutieren, ob es den Klimawandel wirklich gibt oder eigentlich gibt oder doch gibt. Ich stelle fest, wir haben immer mehr mit Unwettern zu tun in Deutschland, aber auch im Ausland. Das heißt, die wetterbedingten Katastrophen, Extremwetter ist schon der richtig gute Begriff, sind kommen öfter vor und haben auch Ausmaße angenommen, wie wir sie mindestens in Deutschland nicht kannten. Wenn so ein Nebenfluss oder ein Bach einen Hochwasserpegel bisher hatte von 3 Metern, dann war das schon viel und hat auch große Schäden verursacht. Der Regen, das kannte man, das war sozusagen das Jahrhundert oder das Jahrtausend Hochwasser, was wir aber jetzt zum Beispiel, aber nicht nur an der A erlebt haben, waren nicht 3 Meter, sondern 8 und mehr Meter Hochwasserpegel, und zwar nicht nur gut vorhersehbar, so allmählich ansteigend, sondern eskalierend, weshalb auch viele Menschen diesen Fall mit dem Leben bezahlen mussten. Die Frage ist, ob das jetzt ein neuer Maßstab ist, dass bei Extremwetterereignissen ein paar hundert Leute in Deutschland ums Leben kommen oder ob man dagegen was tun kann. Die intelligenteste Methode wäre natürlich, den Klimawandel nicht nur zu verlangsamen, sondern zurückzuführen auf das, was vorher war. Aber das ist ein sehr hehres Ziel. Werden wir vermutlich in den nächsten Jahren nicht schaffen. Aber trotzdem darf man ja auch schwierige Ziele und hochgesetzte Ziele benennen und auch verfolgen. Man muss es sogar tun. Der Klimawandel wird in anderen Regionen noch stärker zu spüren sein als in Deutschland aber auch. Und ich bin hier in meiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit. Einige wenige kennen es, die meisten kennen es eher nicht. Ja, es ist ein eingetragener Verein, der wurde mal aus den Reihen des Deutschen Bundestages heraus gegründet und führt dort auch immer wieder Tagungen und Seminare durch. Und nach einer mehrjährigen Pause hatten wir uns auch überlegt, was schreibt man denn wieder mal für ein Grünbuch. Der Begriff Grünbuch ist mal geprägt worden vor 15 Jahren und den benutzen wir immer noch so. Und wir hatten uns überlegt, vor 15 Jahren war das Thema des Grünbuchs der Blackout, also ein hässlicher Stromausfall. Da wurde recherchiert, was das für, so für Folgen hat und wie man das vielleicht verhindern könnte. Und damals haben auch schon viele Leute mitgearbeitet, auch aus der Branche, die wirklich davon was verstehen. Also es ist immer ein Autorenkollektiv. Und das Grünbuch wurde damals herausgegeben. Ja, es stieß auch auf ein gewisses Interesse, aber das war's. Wie viele Papiere eilt dann so ein Grünbuch, das Schicksal knicken, lochen, abheften. Und man kann froh sein, wenn es ein paar Leute sich daran erinnern, da war doch mal was. Und erst als ein Journalist sich überlegt hatte, mal über ein ganz anderes Thema was zu schreiben, wo er gut recherchieren kann und muss, das war dann der Marc Elsberg, der hat dann einen Roman geschrieben, der Blackout. So dick, kostet richtig Geld. Hat er auch gedacht, naja, dieser Roman wird sicher von einigen Stellen verhasst sein, weil er ja auch Dinge kritisch betrachtet und weil er Abläufe schildert, wie sie sein könnten. Das muss man einfach sagen. Das ist genau nicht eingetreten. Dieser Roman war ein Bestseller,
nicht nur bei Menschen wie wir, sondern auch in der Energiewirtschaft, auch in der Politik wurde er gerne gelesen. Und erst danach haben viele Leute verstanden, aha, dieses Thema ist etwas, womit wir uns doch beschäftigen müssten, könnten. Gleichwohl ist der große Ruck auch nicht passiert. Die Energiewirtschaft, das wurde ja schon gesagt, hat manchmal viel zu kämpfen. Und das hängt wiederum auch am Klimawandel, sprich Sonne, Wind, zu viel, zu wenig, das Netz stabil zu halten, so wie es zurzeit konstruiert ist. Und es muss uns meiner Meinung nach gelingen, dass wir ein ganz neues, europaweites, zweites Netz erstellen, was nicht das derzeitige Netz ist, sondern was die Summe einzelner lokaler Netze bedeutet. Wie gesagt, die Summe einzelner Netze, und das ist ein großer Unterschied, als ob man, wenn man ein Netz von oben nach unten planen würde. Ich mache mir auch noch Sorgen bei dem Klimawandel, was die Trockenheit betrifft. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Grünbuch. Wir haben bei dem zweiten Grünbuch gesagt, was machen wir denn für ein Thema? Dann haben wir gesagt, also ein Thema finden wir nicht, aber drei finden wir. Und diese Überlegung haben wir vor etwa 3 Jahren gemacht, auch mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Sparten, die bei dem CÖS aktiv sind. Und erfreulich viele sind es, auch aus der Politik. Dann haben wir gesagt, wir machen 3 Themen. Das eine Thema war Klimawandel. Oder ist Klimawandel in dem Grünbuch, was letztes Jahr im Dezember erschienen ist. Das zweite Thema ist Pandemie und das dritte Thema ist Cyber und organisierte Kriminalität, wie das miteinander abhängt. Die beiden Punkte, die letzten, wurden noch nie im Zusammenhang dargestellt in der Veröffentlichung. Und wir haben nicht geahnt, als wir diese Themen definiert haben und dann auch mit einem Autorenkollektiv von 60, 70 Menschen daran gearbeitet haben, dass mindestens 2 dieser Themen doch sehr aktuell werden. Und zwar das Thema Klimawandel, und zwar nicht in Bezug auf die Starkregenfälle jetzt, sondern auf die Trockenheit, die wir auch in Deutschland hatten. Und lange Trockenheiten werden uns auch noch mehr beschäftigen. Und das ist in dem Grünbuch sehr anschaulich beschrieben, da ist so ein bisschen eine Story erzählt worden um eine Familie, wie das so ist, wenn man bei 40, 45 Grad dann zu wenig Wasser hat. Und das Trinkwasser ist zurzeit so selbstverständlich wie nur irgendwas in Deutschland. Aus dem Hahn kann man das Wasser eigentlich überall trinken, fast immer, da gibt es auch mal Einschränkungen. Wasser kann man, wenn man will, kaufen in Kunststoffflaschen oder in Glasflaschen. Wenn man es länger lagern will, empfehle ich, Glasflaschen zu nehmen, weil das dann nicht nach Plastik schmeckt nach einiger Zeit. Und man muss sie halt eben ranschleppen. Und dann sind wir, und diese Themen, Klimawandel, Pandemie, die haben wir jetzt schon auch in Deutschland erleben müssen, allerdings auch weltweit. Die Pandemie ist ja bekanntlich eine weltweite Erscheinung, die noch lange nicht zu Ende ist. Und manch einer dachte, na, 3 Pandemiewellen sind genug und wir kommen jetzt auf die 4. zu und sind darauf zwar besser, aber immer noch nicht richtig gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie viele Anläufe die Pandemie noch nehmen muss, um uns zur besseren Vorbereitung zu bringen. Und wir sind auch nicht vorbereitet, stellt es einfach fest, auf die Folgen des Klimawandels, wenn in Afrika eine große Trockenheit dazu führt, dass 100 Millionen Menschen das Land verlassen müssen, es sei denn, sie wollen dort verhungern und verdursten. Und das sind dann noch nicht mal Wirtschaftsflüchtlinge, sondern Klimaflüchtlinge. Und wenn man sich mal mit den Fluchtursachen beschäftigt in der Geschichte der Menschheit, dann war eigentlich der Klimawandel, der ja auch keine neue Errungenschaft ist, es führte schon immer mal dazu, dass Gebieten trocken geworden sind, wo vorher das Leben noch irgendwie möglich war, sprich Steppen. Als die Hunnen ihr Land verlassen mussten und dann Richtung Europa gezogen sind und die Fähigkeit hatten, auf dem Pferd sitzen mit Pfeil und Bogen zu schützen, was die Einheimischen nicht konnten, dann waren sie taktisch, militärisch den Einheimischen überlegen und konnten somit Teile von Europa erobern.
Und sie sind dann an den Grenzen des Römischen Reiches erstmal stehen geblieben. Und das Römische Reich hat gesagt, hier nicht, hier ist unser Reich und da habt ihr nichts zu suchen. Und das hat dann aber auch nicht so geklappt. Die Hunnen sind dann doch reingekommen und das Römische Reich ist dann ein paar Jahre später zerfallen in das Ost- und Weströmische Reich. Und es liegt mir nicht ganz fern, den Vergleich mit Europa zu machen. Wenn viele Flüchtlinge kommen, ist auch die Gefahr, dass darin auch so ein Staatenverbund wie Europa zerbricht, wenn man sehr unterschiedliche Auffassungen hat, wie man damit umgeht, wenn es erstmal so weit kommt. Die weitaus bessere Lösung wäre, mit vielen guten Ideen, mit Konzepten und vor allen Dingen mit konkreten Maßnahmen zu versuchen, dass die Leute dort bleiben, wo sie sind. Ich betone und behaupte immer wieder, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das auch eine Zeit lang selbst in der Türkei, in Griechenland, im Irak, in Jordanien begleitet habe, die Flüchtlingslager. Es verlässt keiner seine Heimat ohne Grund. Ein schlimmer Grund sind Kriege. Die sind von Menschen organisiert und kosten viel Geld und kosten viel Leid. Das ist offenbar vielen auch egal. Stichwort Jemen, darüber spricht kaum einer, was da in Jemen losgeht. Das ist ziemlich weit weg im Moment und es sind jetzt andere Themen im Vordergrund, wie jetzt wieder Afghanistan, und so schwappt das immer so ein bisschen hin und her. Und wenn man sich jetzt mal politisch fragt, was ist eigentlich in Mittelamerika los? Hat man die Schlagzeilen gefüllt, was in Venezuela abspielt, interessiert heute keinen mehr. In Venezuela haben wir auch das Problem mit dem Trinkwasser und es gibt dort ein Gesetz, dass ein Liter Trinkwasser nicht mehr kosten darf als ein Liter Benzin. Das sind interessante Vergleiche. Könnte man sagen, wäre das vielleicht bei uns schön, wenn es so wäre? Nein, das wäre natürlich auch grausam. Und ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des Verbands der Mineralwasserflaschen geführt, der auch sagte, ja, wir müssen uns auch mehr kümmern, welche Rolle wir haben und auch welche Grenzen es gibt, ist ganz wichtig in der Versorgung der Bevölkerung mit Mineralwasser. Es ist so, im Moment ist alles immer selbstverständlich, aber das kann auch mal kippen und wird auch kippen, wenn man nichts tut. Das Hochwasser an der Ahr hat zum Beispiel gezeigt, dass auch das Konzept mit den Notbrunnen dann nicht funktioniert bei so einem Hochwasser, ganz einfach, weil die Brunnen die sind nicht hochwasserfest gebaut. Das war bisher nie das Konzept. Und dann werden die eben auch überflutet und sind dann versaut mit schmutzigem Wasser und müssen erst wieder gereinigt werden. Dann fällt also auch das, was man so als Reserve hätte, beim Ausfall der Trinkwasserversorgung, fällt in so einem Szenario mit aus. Und meine große Sorge ist Klimawandel, der ja auch von ganzen Staaten abgelehnt wird. Also wenn ich an denke, was der frühere amerikanische Präsident dazu gesagt hat und gemacht hat, das war unfassbar, stieß aber auf eine breite Mehrheit von Amerikanern. Sonst wäre er nicht zum Präsidenten gewählt worden und hätte sich so lange halten können. Und wenn ihm nicht die Wahl gestohlen wäre, wäre er immer noch Präsident. Aber Gott sei Dank wurde sie ihm gestohlen. Es ist unglaublich, was dann so auch eine Person mit ihrem Umfeld auch an erkennbar falschen Entscheidungen treffen kann und die dann auch umgesetzt werden. Mein großer Wunsch ist, dass es uns mehr gelingt, auch natürlich in Deutschland, in Europa, dass wir die vielen klugen Leute, die es gibt, in Behörden, in Verwaltungen, in Verbänden, das Deutsche Klimakonsortium ist so ein Fall, den viele gar nicht kennen, wo ganz hervorragende Arbeit geleistet wird, nehme ich aber auch erst wahr, seitdem die Marie-Louise Beck dort arbeitet. Vorher hatte ich das auch nicht so viel von wahrgenommen. Und Wirtschaft und Forschung zusammenzuführen, damit wir sagen, was sind eigentlich die Probleme, welche Lösungen gibt es, welche Lösungen schlagen wir vor, und dann muss das politisch umgesetzt werden. Und es muss uns auch bei dem Thema Klimawandel gelingen, dass die Politik sich um politische Entscheidungen kümmert und nicht um fachliche Entscheidungen.
Nochmal ein Rückblick auf Corona. Wenn also die Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert bis nachts hinein, ob nun bei 75 oder bei 37 oder bei 200 drei Leute auf der Parkbank sitzen dürfen oder nur zwei, und dann macht es dann sowieso jeder, wie er will, wenn er nach Hause geht, muss ich sagen, das hat mit politischer Führung nichts zu tun. Politik muss andere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, nehmen wir den Klimawandel ernst und wollen wir ihn bekämpfen, nicht nur durch Reduzierung des Temperaturanstiegs. Das wird oft als die einzige Methode gesagt. Es gibt noch andere Dinge, die man tun muss. Und ich kann nur noch mal sagen, vor der Haustür Europas liegt Afrika. Es ist also naheliegend, dass wir uns darum kümmern. Und wer meint, man könnte Flüchtlingsströme durch große Lager in Nordafrika oder in Europa durch Zäune aufhalten, der hat sich geirrt. Dann empfehle ich nur mal zu gucken, wie das damals mit den Hunnen und dem Römischen Reich war. Mit diesen Anmerkungen, die zum Teil nicht sehr erbaulich sind und auch nicht zu allen Fragen mit Lösungen kommen, wollte ich nur mal beitragen, wie aus der Sicht des Bevölkerungsschutzes, der inneren Sicherheit, welche Rolle der Klimawandel spielt. Wir müssen ihn ernst nehmen, wir können ihn nicht in Frage stellen, und jeder muss seine Beiträge dazu leisten, dass der Klimawandel weniger schlecht ausfällt und dass wir uns noch viel, viel besser vorbereiten in Europa und insbesondere in Afrika, damit wir nicht solche Völkerwanderungen wieder initiieren, die keiner gebrauchen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Albrecht Bröme. Das heißt, eigentlich, wenn jetzt die neue Bundesregierung startet, eine der wichtigsten Aufgaben wäre natürlich auch die Entwicklungshilfe. Wäre das so aus Ihrer Sicht eine der wesentlichen Maßgaben, um die äußeren Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir dann auch Raum haben, um die Anpassungs- und die Entwicklungsmöglichkeiten Richtung Klimaschutz in Deutschland, ich sag mal, in Ruhe voranzubringen? Entwicklungshilfe ist ein guter Begriff, aber er wurde früher auch missbräuchlich verwendet, nach dem Motto, wir helfen anderen. Der letzte Minister, der noch amtierende Minister Müller, hat es auch anders gesehen, als Partnerschaften mehr zu entwickeln. Und Entwicklungshilfe bedeutet nicht immer Millionen Programme, die an irgendwelchen diffusen Stellen versickern und unten nicht ankommen, sondern gibt es heute auch andere Methoden. Und allein diese vielen privaten Initiativen, die es zum Beispiel in Afrika gibt, miteinander zu vernetzen und lokale Prinzipien zu unterstützen, die sehr erfolgreich arbeiten und nur wenig Geld brauchen, um weiterarbeiten zu können. Da reden wir über 100.000 Euro für irgendein Vorhaben. Da müssen wir bereit sein, das mehr zu machen. Es muss auch in Afrika, übrigens wie auch in Deutschland, das Ziel sein, dass es attraktiv ist, auf dem Land zu wohnen. Und wenn dieses Ziel verloren wird, dann gibt es ja Prognosen, dass in Afrika Städte entstehen, in denen 200 Millionen Einwohner wohnen. Und das ist dann ein nicht mehr organisierbares Chaos, wo dann auch die sozialen Geschichten und Kriminalität und alles völlig durcheinander. Das muss man vermeiden, indem man sagt, es muss attraktiv sein, auf dem Land zu leben. Das bedeutet Arbeit, Essen, Trinken, Gesundheit muss eben auch auf dem Land möglich sein. Und das gilt auch in Hamburg ist ja alles wunderbar, aber es gibt ja auch noch andere Gebiete, wo man auch sagen muss, wie sieht es da in der Zukunft aus? Also vieles, was wir dann dort vielleicht erleben, gestalten, mithelfen, gut zu gestalten, kann man in einigen Punkten auch in Deutschland verwenden. Wir sind nicht für alles schon bestens gerüstet. Das heißt, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben im Mittelmeer beispielsweise, um Flüchtlingen auch abzuhalten, Europa zu erreichen, ist letztlich nur das Pflaster, aber nicht die Heilung des eigentlichen Problems. Pflaster ist schon hochgegriffen. Die Heilung ist es nicht. Fragen aus dem Auditorium? Und hier im Saal gerne Hand heben, wenn es Fragen gibt, dann kommen wir mit dem Mikro zu Ihnen. Wir wurden nach dem Begriff Klimaflüchtling gefragt, ob Sie den einmal kontextualisieren können, vielleicht auch
die juristische Anerkennung einmal zum Ausdruck bringen, inwiefern die existiert oder nicht. Da scheinen noch Unklarheiten zu bestehen. Die Genfer Konvention, mein Gott, wurde zu einem Zeitpunkt, wurde in einer Epoche formuliert, auch mit Zielen, wo es etliche Staaten gab, die das Ausreisen ihrer Mitbürger verboten hatten. DDR war nur ein Beispiel, da gibt es noch viele andere Beispiele. Und ein Hauptzweck der Genfer Kommission war, jeder darf sich frei bewegen, also darf auch sein Land verlassen. Das war eine ganz andere Fragestellung und die führte dann zu, auch dass Leute, die geflohen sind, überall, wo sie zuerst ankommen, um Asyl betten dürfen. Wir haben heute eine andere Situation. Es gibt kaum noch Länder, die ihre eigenen Menschen einsperren wollen. Viele Länder sind froh, wenn möglichst viele weggehen. Und die Flüchtlinge stellen nicht immer dort ihren Asylantrag, wo sie zuerst ankommen, wo sie ihr Nachbarland betreten, weil es da manchmal auch nicht viel besser ist. Insofern plädiere ich auch dafür, dass die Genfer Konvention unter den jetzigen Marksteinen, unter den jetzigen Grenzpunkten völlig neu formuliert werden muss. Und dann kann man da auch das Thema Fluchtursachen berücksichtigen. Und wenn einer flüchten muss, weil er sonst verdursten würde, ist das meiner Meinung nach ein sehr triftiger Fluchtgrund, den wir bislang gar nicht kennen. Der wird aber millionenfach zu Trage kommen. Und ob der dann das Recht hat, sich auszusuchen, in welches europäische Land er gehen kann, das muss man sich dann auch mal überlegen. Aber wir müssen dieses Problem lösen. Unserer Zeit besteht keinerlei Konsens in Europa und auch keinerlei Konsens in Deutschland, wie man mit diesen Flüchtlingen umgeht. Martin, du hast noch einen kurzen Punkt mit Bitte um kurze Antwort. Nee, ich wollte es nur noch einmal kurz zusammenfassen für die Fragen, die dazu online kamen. Also Klimawandel ist noch nicht als Fluchtgrund in der Genfer Flüchtlingskonvention gelistet. Nein, ist genau. Nicht. Kann es auch nicht, weil das damals gar kein Thema war. Das waren andere Probleme. Ja. Herr Bröhm, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag und Ihre Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier waren. Dankeschön. Können Sie jetzt noch ruhig schlafen? Ich muss gut schlafen können. Ich habe auch schon ganz viel schlechtes Wetter vorher gesagt und am Ende wurde es auch zwischendurch wieder gut. Also insofern ist das Schlafen zwischendurch ganz hilfreich. Also auf jeden Fall. Und wenn wir keinen Mut hätten, die Zukunft zu gestalten, dann könnten wir auch alle aufgeben. Und dazu neige ich eher selten. Also insofern motiviert all dieses auch weiterzumachen. Wenn man das Problem erstmal kennt, dann hat man auch eine Chance, sich darum zu kümmern, indem man eine intelligente Lösung findet. Und dazu sind wir alle aufgerufen und sind auch durchaus in der Lage. Keiner kann sagen, ich kann da nichts machen. Exakt. Also vielen Dank dann noch einmal an Sie, Herr Bröhm. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank.